Endlich hat das Jax-Team die Gartenmöbel aus dem Keller geholt und den Gastgarten eröffnet. Nur der liebe Wettergott spielte genau heute nicht mit. Einfach trotzdem einen Cocktail genießen, egal ob ein Tropferl fallen oder nicht. Leider haben wir gerade aufgebaut gehabt und recht viel Vorbereitung gehabt und genau zum richtigen Zeitpunkt hat es geklingt. Aber ich glaube, wir haben trotzdem noch einen Spaß, wenn wir das Glück haben, dass wir das Lokal auch nach innen verlegen können. Und Jax und Jacob bietet ein super Ambiente, auch in der Nacht zu feiern. Ob Regen hin oder her, man lässt sich doch von ein paar Regentropfen vom gemütlichen Gastgartensitz nicht abhalten. Es gibt ja schließlich einen Schirm. Die Temperatur passt und die Atmosphäre am Stockplatz ist recht schön. Und zum Glück ist es wieder warm. Und das macht man sich da schöne Gedanken ein bisschen? Ja, sicher. Man hofft halt wieder auf Sommer und See und Bikini und neue Mode. Ja, ist eh ganz gemütlich eigentlich da. Ein bisschen, das Wetter spielt nicht ganz mit. Nur Gott sei Dank haben wir da unseren Regenschirm sozusagen. Also Temperatur passt trotzdem. Ja, Petrus, bitte reiß dich zusammen, dass es wieder schön wird. Mit neuem Motto, lässig statt stressig, wird jetzt stressfrei der Sommer gefeiert. Aber wie ist eigentlich der Herr des Hauses denn so drauf? Lässig oder stressig? Er ist eigentlich der Ruhe in Person und immer lässig statt stressig. Ganz selten eine Situation ist, wo er dann wirklich stressig ist. Ja, wenn zwei Gleiterinnen sind, dann verliert er die Nerven. Nein, also die Nerven verloren hat er überhaupt noch nie. So einen Stress haben wir oft einmal gehabt bei der Jägler-Eröffnung zum Beispiel. Aber die Nerven da nicht schmeißen oder deswegen nicht. Also ich kann schon sehr unangenehm auch sein, wenn die Wünsche der Gäste nicht erfüllt werden. Und wir hegen sehr einen hohen Standard. Und ich möchte natürlich haben, dass bei uns Gastkönig ist. Und wenn das nicht zu 100% von unseren Mitarbeitern erfüllt wird, dann kann ich stressig sein. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz lässig. Und so wie ich auch sonst zu den Gästen bin, bin ich auch zu unseren Mitarbeitern und habe da keine zwei Gesichter. Sondern ich versuche natürlich schon, dass wir alle super Team sind. Und ich stehe auch voll unter meinem Team und das sagt das um und auf. Und das übertragt sich, glaube ich, auch an die Gäste. Und unser Motto ist mehr lässig als wie stressig. Na dann sollen die Stoßgebete einen möglichst regenfreien Gastgartenbetrieb bescheren, damit Nadel nächste Woche im Trockenen sitzen kann. Also wir haben heute die offizielle Gastgarteneröffnung. Und das Problem ist ja, wir haben gerade ein bisschen einen Niederschlag gehabt. Aber Gott sei Dank nur vom Himmel. Und unser Hoch kommt ja nächste Woche, die Nadel. Das heißt, wir sind die einzige Gastronomie, die was die Nadel nach Wels geholt hat. Und am nächste Woche eine große Gastgarteneröffnung noch einmal, wenn es hoffentlich nicht regt. Und am 20. lassen wir dann die Nadel kommen zu einer Autogrammstunde. Und ich freue mich schon. Also wird sicher nächste Woche noch fetter.